Hi und willkommen zurück zum Thema Steckbriefaufgaben. Ich zeige dir heute an einem dritten Beispiel, wie man Steckbriefaufgaben lösen kann. Ich habe also bereits zwei andere Videos mit Beispielen gedreht, die du dir auch gerne anschauen kannst. Bei Steckbriefaufgaben geht es immer um Aufgaben, bei denen du mithilfe eines linearen Gleichungssystems einen Funktionsterm für eine gesuchte Funktion aufstellen sollst. Dabei bekommst du vorab immer einen kurzen Infotext zu der Funktion. Der beschreibt meistens, wo besondere Punkte beim Funktionsgraphen liegen, welche Punkte überhaupt auf dem Funktionsgraphen liegen und welchen Grad die Funktion hat. Denn meistens oder eigentlich immer handelt es sich dabei um ganz rationale Funktionen. Was du also wissen musst, ist zum einen, was ist eine ganz rationale Funktion und insbesondere, wie sieht deren Funktionsterm aus? Du solltest fit sein im Umgang mit besonderen Punkten von Funktionen, also Hochpunkten, Tiefpunkten, Wendepunkten und so weiter. Und du solltest wissen, wie man lineare Gleichungssysteme löst. Das ist also eine ganze Menge, die hier mit reinspielt an Vorwissen, aber ich bin mir sicher, dass du das schaffen kannst. So, wir gucken uns jetzt also das dritte Beispiel an. Es geht um eine zur Y-Achse symmetrische Parabel vierter Ordnung, die im Punkt P1,2 einen Wendepunkt hat. Außerdem ist gegeben, dass die Wendetangente in P durch den Ursprung geht. So, das ist jetzt eine eher schwierige Aufgabe, denn wir haben hier jetzt Informationen gegeben, bei denen nicht ganz klar ist vielleicht, wie man die jetzt benutzen kann. Also zum einen, ganz wichtig ist, wir haben eine Parabel vierter Ordnung. Das heißt, du weißt direkt, okay, ich habe eine ganz rationale Funktion vierter Ordnung vorliegen. Was jetzt eben sehr wichtig ist, ist die Information, dass diese zur Y-Achse symmetrisch ist. Und das bedeutet, das kannst du dir merken, ganz allgemein bedeutet das, dass die Exponenten